Wo fährst du lang? In die Gasse, oder? Oh. Naja, gehst halt einfach nur schnell drauf. Ja, aber wo soll ich sonst lang fahren? Ich fahr immer Gasse. Ich kann auch die rechte Gasse des Todes lang. Ich würde die Gasse versuchen zu flankieren. Oh, du willst was Schlaues machen. Ja. Na gut, ich muss... Letztes Mal habe ich die Runde mit 7 Kills beendet, wie du dich erinnerst. Ja. Na, macht's Spaß, ihr zwei. Kuschelt ihr schön. Ja, sie kuscheln noch weiter schön. Ja, ich muss auch nah dran. Das war knapp. Sollten hier weg. Ja, da. Ist guter Beschuss von der anderen Seite. Naja, ja, gut, da müssen wir jetzt doch hier lang. Jetzt haben sie uns quasi reingetrieben in die Gasse des Todes. Nur wenn da keiner steht, haben sie Pech gehabt. Ah. Los, Wayne. Ich stürme und... Ich muss stehen bleiben für die Schnellfeuer. Oder ich gehe halt einfach in den Nahkampf über. Los, komm, nimm mit. Ich hab einen Pass. Wir haben sie böse erwischt. Sehr schön. Und hier kommt noch viel mehr. Volltreffer. Volltreffer. Wir haben sie. Sehr schön. Auf zum nächsten. T26 habe ich schon zwecklos holen. Der ging voll durch ihre Panzerung. Na gut. Funke ausgefallen, Signalreichweite verringert. Sie haben Nein! Raus! Wir haben den Bierhamster verloren. Naja, der Bierhamster hat aber böse Kamikaze gefahren. Das kann ich dafür sagen. Ich fahre jetzt erstmal zurück. Ich hab jeden gerammt. Und 2 T26 böse erleichtert um ihre Health Points. Ja. Vorsicht, da kommt ein T26 noch vorne aus der Gasse raus. Der behagt den M7 neben dir. Ja, ich muss jetzt warten, dass die von der anderen Seite anfangen, die Gasse zu zerstören. Jetzt kannst du wieder nach rechts drehen. Aber da sehe ich gerade, doch, da kommt der A35T gerade durch. Sei bloß vorsichtig, da könnte dir einen reinwürgen. Ja, aber ich habe noch den NT26 ein bisschen geärgert. Eigentlich haben wir sogar recht gut gefahren. Also. Ja, dafür, dass das viele standen, wurden da einige aufgeraucht. Ja, das haben wir. Da haben wir böse was kassiert, aber wir haben auch gut ausgeteilt. Das BT2 könntest du dir nie leisten. Naja, ich will es mir nicht leisten. Es ist einfach jetzt. Das wäre jetzt ein bisschen Geldverschwendung, muss ich sagen. Ja, na gut, er hat halt 2 T2, mit dem kriegst du ja relativ schnell die Kohle zusammen für den T3. Auch wahr. Also kommt drauf an, wie du es fahren willst. Ich gehe bei den Russen in dem Fall immer auf die schwer, also auf den T26 und dann weiter runter. Das ist zwar ein bisschen Quälerei, aber... Wäre es, warte mal, BT2 oder T26? Also ich würde dir, willst du mittlere mehr spielen bei den Russen? Dann empfehle ich dir ein BT2. Guck grad mal, BT2. Nee, ich will auch mal KV fahren. Nehme ich einen T46. Ist ja dann nicht. Das können wir auch immer schön zusammenfahren später noch. T26, ja. Ne? T26, ja. Ja. Free Experience habe ich benutzt für die 37mm CIS, aber noch. Den Rest schalte ich so frei. 3700 Erfahrungspunkte, also ernst. Credits, das ist jetzt nicht der Brüller. So. Jo, akzeptieren. Oder habe ich dafür schon irgendwas, was ich einbauen könnte? Durch Zufall? Nee, lässt sich nicht so... Doch! Das... Naja, nee. Nee. Nicht das Schnellfeuerding draufschrauben. Keine Lust drauf. So, wollen wir T26 fahren? Na klar. Da habe ich, noch 5-fach Bonus offen. Möge die Macht uns sein, ja. Sieht nicht so schlecht aus. Das ist eigentlich ganz gut. Bisschen defensiv die Dinger fahren, die sind sehr weich. Also, BT2 schafft mehr Abpraller. T26 hat. Weiß ich nicht mal, ob der mehr Leben hat. Ach, guck mal, was haben wir denn da? Eine erweiterte Antenne rund um Turm. Ja. Ich hab noch Free Experience, hab ich noch für einen Turm genommen. Ah, du hast ein bisschen abgerundet auf den Turm, oder? Ja, ein bisschen abgerundet. Bisschen größer auch. Ja, die Schnauze ist noch ein bisschen weiter vorgezogen, aber es könnte auch in der Gun liegen. Nee, obwohl nichts kommt vom Turm. Was hast denn du da für ein Kurzrohr drauf? Die Standard-Gun.
Die KWK, die Schnellfeuer wollte ich mir nicht drauf rauchen. Ne, ich hab die 37 Milizis. Ja, die habe ich auch noch nicht freigeschaltet. Achso, ne, die hab ich schon bei... Das Ding kommt frisch aus dem Werk, auch wenn es nicht so aussieht. Der MS-1 will dir aufmucken, hast du gemerkt? Nee, dem ist einfach nur langweilig. Dann soll ich ihm eine reinpratzen? Wie viel Langeweile der noch hat, denn er ist erstmal beschäftigt mit Reparaturen. Kannst du machen, aber... Fünffach negative Erfahrung. What? Nee, das gibt's ja zum Glück nicht. Oh, langsam bergauf, sehr langsam bergauf. Ja, der T1 hat sich ja auch gedacht, warum wird er auf einmal so langsam? Ja, der M2LT ist schon da drinne. Und wir schieben immer uns noch den Berg hier hoch. Ich weiß nicht, ob das so klug war. Bis jetzt ist Kenau Richtung Osten Stadt. Das Gute ist, keine Artillerie im Spiel. Das müsste eigentlich ganz gut gehen. Ah, wenn dieser scheiß M1 nicht aufhört, dann kriegt der mir von mir so eine reingekellt, dass er Weihnachten nicht mehr erst wieder was hören kann oder so. Meinst du, man kann ein bisschen vulgär werden in so einem Kriegsspiel? Also in unseren regulären Accounts werden wir es. Das ist wohl wahr. Fährst du jetzt hoch? Ich wollte gerade sagen, dass ich... Wir haben sie übel erwischt! Die Kopfabreißaktion kam mir gerade in den Sinn. Wurde gerade eben den Spruch so schön gebracht, das Ding wollte ich gerade in Let's Play bringen. Dachte mir so, kann ich das? Darf ich das? Sollte ich das? Aber ich habe mich dann doch kurzerhand gegen entschieden. Das wäre ein bisschen... Das ist nicht so mein Stil. Ich bin ja nicht so der vulgärste Spieler. Ich kann noch keinen Baum umfahren. Scheiße. Ja, los, komm schon. Yay! Yeah. Der ging glatt durch! Ich bin voll in den Gassen gerauscht. Mist. Volltreffer! Boah. Oh, das war meiner. Stand mein Name drauf. Oh. Wir haben sie. Der Leichtrakor hat gelitten. Yes. Nein. Kette wurde getroffen. Sie kann jeden Moment reißen. Wir kommen rechts vor den Hügel, ne? Also im Westen. Ja, ja. Oh, Deck. Der ist daneben. Daneben. Also genau, keine Stärke von diesem Panzer. Wir haben sie! Ich hab 3 Kills mit der höheren Gun, muss man auch sagen. Naja, ich rück nur von der Genauigkeit, das ist ein bisschen. Die nehmen unseren Stützpunkt ein. Fall back. Das ist so. Problem ist, bei mir ist Engine und Kette hin. Also wenn, dann musst du's. Du bist unsere letzte Hoffnung, Wayne. Oh Mann. Sieh zu, dass du da den Nachschub unterbrichst und wir rauschen da schon im 10er-Pack zurück. Meine Kette ist aber auch beschädigt, meine eine. Deswegen. Wenn ich erstmal auf dem Hügel bin, ist alles in Ordnung. Aber bis dahin ist wahrscheinlich der Stützpunkt eingenommen. Und bis jetzt kein Kill. Nur Schaden gemacht. So. Da heißt einer Mehlauge. Warum klingt das extrem unappetitlich? Ich vermisse da noch irgendwo ein 35T. Ja, den kriege ich nicht platt. Ich sehe ihn einfach nicht. Der versteckt sich so ein bisschen. Oh nein, voll daneben. 6 Kills. Boah. Halbe Gegner auf Stadion aufgeraubt. Ich habe nicht einen Kill gemacht. Na, ein Drittel. Halb ist zu viel. Das kotzt mich an. Mann, nichts kann ich hier.
Oh, Mist, der MS-1 zieht sich zurück. Ich komme mir vor wie der letzte Ronny. Wir planschen ein bisschen durchs Wasser. Wenn du kannst, den gegnerischen Kleinhügel umrunden, dann kriegst du ihn rein. Ich suche gerade nach dem MS-1. Ja, der ist dort. Ich weiß, ich bin ja auch da in der Ecke. Noch weiter. Ich weiß, ich kann nur nicht schneller. Ach so. Ich fahre nicht so langsam, weil ich keinen Bock habe. Ich fahre nur so langsam, weil ich nicht schneller kann. Redkit kaufen. Naja, das bringt ja nichts. Ich habe nur eine beschädigte Kette und keinen beschädigten Motor. Da ist er. Komm, zerstör ihn, komm. Hamster. Ich komme davon nicht ran. Ich komme nicht ran. Er versteckt sich. Vielleicht macht der Panzer so mit seinen 6%, aber ich zweifle dran. Wenn der MS-1 nämlich einen guten Tag hat, sieht es ganz, ganz... Ja, ja, ah. Ja, Sieg. So eine Scheiße. Ich bin einfach nicht rangekommen. Keinen wirklichen Kill. Das kotzt an. Ich bin mal gespannt, was rauskommt jetzt. 4000 Erfahrung. Boah, ich hab, und 10.000 Credits. Ich habe nur 1100 Erfahrung gekriegt. Ich habe gerade einen Bodensatz gekriegt. Mastery Badge Ace. Master Gunner. Knispelmedaille. Top Gun. Boah, abartig. Ich habe da so gut wie nichts mitgekriegt mit dem Panzer. Ich habe 1120 Erfahrung gekriegt. Das ist... Ja... Du kannst damit sehr viel freischalten, so ziemlich alles, außer nächsten Panzer. Ich habe jetzt 2300 Erfahrungen übrig und bin Elite. Aber, war geil. Leute, so kann's gehen. Ich habe tatsächlich jetzt... Ich habe noch 215 Erfahrungspunkte. Ja, ich kann mir sogar das Funkgerät noch mitnehmen. Ja, alles freigeschaltet aus dem nächsten Panzer. Hast du recht. Recht hat er. So, neue... Ach komm... Neue Ketten rein. Dann holen wir uns gleich den dritten Motor. Überspringen einen. Den kegelförmigen Turm drauf. Du kannst aus dem Depot noch Zeug verkaufen. Vielleicht könnte man dann gucken, ob du vielleicht genug hast für den T3. Da müsste ich ja fast 15.000 Credits rausholen. So, so viel finde ich jetzt noch. Ja, weil ich jetzt gerade den Dings aufgerüstet habe, den T26. Ja. Wollen wir da unsere Leichttraktoren verkaufen, unsere T1, oder willst du einen aufheben oder beide? Nein, aus Nostalgiegründen möchte ich einen Leichttraktor aufheben. Dann heb ich mal aber den MS-1 auf als den Leichttraktor. Obwohl wir sind Deutsche, dann müssten wir eigentlich schon... Ich hab noch 5... Heb mal einen Leichttraktor auf. Hebst du auch einen Leichttraktor auf? Ja, naja, ich bin prinzipiell mit dem MS-1 wesentlich besser. Deswegen eher nie. Ja, das war... Gut, jetzt fehlt mir noch wieder 17.000. So, was fahren wir da jetzt? Keiner hat einen Gewinn gemacht. Ja, ob T26 oder 35T, ist mir egal. Da wird schon T26 fahren. Das war gerade eine sehr coole Runde. Ja gut, jetzt mit einem voll aufgerüsteten T26 könnte das lustiger werden. Beim Panzerkampfwagen 2 fehlt mir noch einiges, weil der so viel Verschiedenes freischaltet. Aber mit dem, T26 kommen wir jetzt weiter rum. Ja, da fehlen mir jetzt noch 800 Erfahrungspunkte, beziehungsweise 1000. Dann habe ich das auch durch. Dann komme ich da auch auf T3. Fehlt mir nur noch tonnenweise Credits. Genau, dann wird schon da wahrscheinlich, vielleicht bis du die Credits zusammen hast oder so, dann eher wieder einen Panzer 2 fahren bei mir. Weil da noch ein bisschen zu tun ist mit Funkgerät und den anderen. Na gut, nur bei mir wäre es nur das Funkgerät, was fehlt. Bei mir sind es 4 Sachen oder so, weil ich halt 3 Panzer damit freischalte. Ach so, ja, stimmt. Mal wieder so ein Schlüsselpanzer, weißt du? Na gut, das habe ich ja bei meinem, fällt ja aus.